Alter, was geht ab, Leute? Und hier auf dem Weg zur Darkrai Rage Stunde. Die zweite. Bisher noch nicht viele Darkrai gemacht. 1,98er konnte ich mir gönnen. Check den Max am Monday ab. Da habe ich den gemaxt. Schau mal, was so geht. Natürlich jetzt hier davor ein paar Gen machen. Es ist so kalt geworden und auch schon dunkel. Und es ist gerade mal 5. Richtig leiden. Könnte sein, dass sie für Winter die Rage Stunde um eine Stunde vorziehen. Wäre gesund mein Vorschlag, weil es halt echt schon dunkel und kalt. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Und ihr wisst Bescheid, wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Und ich habe mir davor natürlich noch dreimal die Fabelhaft Quest geholt für Golbit. Schauen wir mal. Ich habe bisher noch nicht so viele gemacht, aber vielleicht haben wir noch Glück und kriegen ein 100er oder zumindest 98 oder sowas. Und am Morgen, letzter Tag vom Event, natürlich nochmal heftig auf Jagd gehen. Shiny Makaba Joe vielleicht, Shiny Kostüm Pikachu, Shiny Glumanda brauche ich auch noch mit Kostüm, 100er Makaba Joe. Shiny Driftlon, 100er Driftlon, 100er Skankapu, sowas brauche ich alles noch. Viele, viele Sachen. Event war bisher nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ausbeute echt schwach eigentlich. Oh Gott, das ist so kalt. Was mir eigentlich nichts ausmachen sollte, weil ich zock immer auch. Und jetzt auch im Winter, wenn es kälter wird. Arenen, Leute. Weniger Leute aktiv. Arenen halten länger. Auf jeden Fall, Rage-Stunde fängt an. Und wir sind 20 Leute, also war, der Start war holprig. Wenige Leute haben sich eingetragen, wenig Interesse allgemein in den ganzen Gruppen. Aber haben sich doch dann jetzt spontan 20 Leute zusammengefunden. Oder mehr. Oder Accounts, sagen wir mal. Ihr wisst Bescheid. Aber ja. 1000 Arena-Punkte auf dieser saftigen, nicht goldenen Arena. Ich habe übrigens den München-Guide hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken, falls ihr in München seid. Dann wisst ihr genau, wo die Rage-Stunden anfangen zum Beispiel. Was ihr alles abchecken müsst und so weiter und so fort. Aber dort findet ihr mich nicht mehr, weil ich habe dort alles auf Gold. So. Schau mal. Oh, Togekiss ist echt gut, Mann. Der ist echt. Hält eine Menge aus gegen die meisten Attacken von Darkrai. Sehr, sehr nice. Du Skaraborn, Alter. Interessant. Skaraborn. Okay, erster Down. Schauen wir mal. Ob wir uns noch einen guten gönnen können, bevor er verschwindet. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen guten bekommen habt. Oder was euer Bester ist. Der ist leider nicht so toll. Aber der Aufstieg immer sehr schön anzusehen. Auf geht's zum nächsten. Ich habe den Raid verpennt, Leute. Ich habe mit Geschenke öffnen für Levelaufstieg beschäftigt. Waren nicht so viele. Ich bin übrigens ein paar EP hinterher. Ich mache ja jeden Monat 20 Millionen EP. Und momentan bin ich noch 5 Millionen hinterher. Und wir haben nur noch 2 Tage oder so im Monat. Wollt rein? Und ja, ich hatte keine Pässe mehr. Habe vergessen, die neue Box zu kaufen. Oder eine Box zu kaufen. Wir checken hier mal die Goldbits ab. Und jetzt habe ich einen Raid verpasst. Schade. Die Punkte hätte ich mir gerne gegönnt. Und jetzt 509. Komm. 509. Schade. Mein Gott, ich habe wieder mein mächtiges Nocturne ausgepackt. 100% erlöst. Gib ihm Nocturne, gib ihm. Guter Dienst hast du geleistet, Nocturne. Verlassen wir uns wieder auf Machen. Ja, der müsste aber gleich weg sein. Ja, voll zu heftig, aber. Ui, der Kipli. 100. Max. Okay, ich weich mal aus. Wir haben nicht so viele Tränke und Beleber. Ihr wisst ja, ich habe immer Mangel. Oh, ja, es ist zu kalt, um auszuweichen. Mein Daumen wollte sich nicht bewegen. Ja, komm, stirb mal. So. Schauen wir mal. Der nächste. Das erste, der zweite. Weil ich einfach passt habe. Und wir haben. Ist heute eine ruhige, stille Runde. 21:16. Ah, ja. Nicht der Held, aber auch nicht der schlechteste. Schauen wir mal, ob ich den fange. Nächster Versuch, Leute, komm. Wir müssen uns hier ein bisschen hypen. Sonst erfrieren wir hier noch. Wir müssen gegen die Kälte ankämpfen. Ein bisschen energischer sein hier. Go, go, go! Und wir steigern uns, aber 21:18 ist noch nicht das, was wir sehen wollen. Ich habe den anderen übrigens gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas noch seht, Leute. Aber ist der nächste. Halbzeit haben wir. Rein theoretisch 6, aber ich habe nur 5. Oder?
Rein theoretisch 5, aber ich habe nur 4. Oh, schade. Wieder ein schlechter. Und es geht mir nicht so gut. Es wird immer kälter. Oh Mann, ey. Aber die halbe Stunde, das schaffen wir noch. Da muss ich noch Geschenke sammeln, also wir sind noch eine Weile unterwegs. Es ist so kalt. Raid-Tour war okay. Wir hatten keinen Erfolg. Es waren 2 Raids noch offen, die haben wir noch mitgenommen. Oder 3. Auf jeden Fall, Summe an sich war schon okay. Wie gesagt, vor allem neu ergehen. Und jetzt, seht ihr das? 10 Minuten von uns entfernt. 100er Makaber-Jar. Direkt hier eigentlich vor der Tür. Also gönnen wir uns auf jeden Fall. Richtig saftig. Das ist das Highlight. Und jetzt das Shiny 100er. Gönnen wir heute. Aber ich bin zufrieden mit dem 100er, den ich jetzt hoffentlich gleich erwische. Wir sehen uns beim 100er Makaber-Jar, Leute. So, Leute. Gleich müsst ihr spawnen. Und? Ist er shiny? Nein, der ist nicht shiny. In der Berge muss sein. Und IV-Check. Ist es der 100er? 10 Minuten ist er noch da. Da ist er. Saftig. Alter, ich sehe gerade, wie dunkel es ist. Es ist so krass, wie schnell dunkel es jetzt wird. Das ist nicht mal 18 Uhr, oder? 17, 8, nicht mal 19 Uhr und es ist einfach düster. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist einfach stockdunkel. Echt schade, Mann. Ich muss das nächste Mal mein Licht wieder dran machen. Junge, das ist mein Licht übrigens. Warte mal. Oh, toll. Akku leer. Warum muss ich aufladen? Schade. Das ist heftig. Damit ist es dann wieder Tag. Auf jeden Fall war es auch richtig kalt. Schreibt unten in die Kommentare, ob es bei euch auch schon so kalt ist. Mal schauen, bin gespannt auf den Winter. Aber die Tour an sich, ja, war okay. Hier und da Parades gemacht. Nicht die verrückte Tour in der Innenstadt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele wir gemacht haben. Aber an sich ist es egal, denn alle Arenen sind neu für mich. Noch nicht auf Gold, das heißt, jeder Raid da drauf ist wichtig für mich. Und natürlich an der richtigen Stelle. Das war Glück, denn die Raid-Tour hat da geendet, wo eigentlich genau vor der Haustür, sag ich mal, vor der Nase, das 100er Makaber-Jar gespawnt ist. Mal kurz das Spiel an, weil ich habe noch was anderes gefangen. Das nenne ich natürlich Glück. Hier und da, an anderen Stellen hätte ich es natürlich auch erwischt, aber das war echt 10 Minuten Gehweg, Fußweg, also näher geht's eigentlich nicht. Ein Highlight, wahrscheinlich das Highlight aus dem Event. Das Event endet übrigens nicht heute, sondern morgen. Morgen Abend, ich dachte irgendwie heute Abend, war Halloween und so. 31. Aber es endet erst morgen, 1. November. Das heißt, wir haben noch 2 Tage, um ein paar Highlights für das Event zu kreieren. Ich brauche immer noch ein Shiny Glumanda. Shiny Pikachu natürlich mit Kostüm. Gutes Lichtel, also ich habe einen 98er Tech 14. Ob das reicht? Vielleicht kriege ich noch was Besseres. Gold könnte ich noch ein paar jagen. Das wäre nicht schlecht, da habe ich noch gar nichts, nicht mal 91 oder sowas. Doch vielleicht 91, aber nicht mal 93. Shiny Drifton könnte ich noch gebrauchen und ansonsten war es das eigentlich. Also langsam und allmählich hat sich schon alles gefüllt. Oh ja, 100er Skunkapoo oder so, der kam sogar gestern auch noch rein. Das war so Anfang der Raid-Stunde. Dachte ich mir, hole ich den jetzt oder hole ich nicht? Hätte ich schon holen können, aber dann hätte ich halt die Raid-Stunde verpasst. Aber auf dem Heimweg habe ich noch eine Kleinigkeit bekommen, was auch gar nicht so schlecht ist. Ist mein 2., also ist okay. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Shiny Nebulak. Der ist natürlich schon nice, freue ich mich natürlich. Aber Driftlon will ich auf jeden Fall unbedingt noch haben. Ansonsten jetzt dann am Wochenende natürlich das Regi-Event. Alle Regis sind am Start. Dazu mache ich nochmal ein Video mit den besten Kontern und was 100% für alle Regis und sowas ist.
Shiny Panzergon ist am Start und natürlich das Ticket. Jeder, der sich das Ticket geholt hat, jeder, der sich noch unsicher ist, kann gerne das Video von mir abchecken, wo ich über das Ticket rede. Und gestern habe ich endlich das München Tourguide Video hochgeladen. Das könnt ihr auch gerne abchecken. Vielleicht fahrt ihr ja Weihnachten herum oder nächstes Jahr irgendwann nach München. Dann müsst ihr mich nicht extra fragen und dann muss ich nicht extra jedem schreiben, sondern ihr könnt einfach das Video abchecken. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach das Video abchecken und dann mit eurer Stadt einfach so vergleichen mal. Aus Interesse ist halt. Das geht natürlich auch. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten war's es, Leute. Euch viel Glück, viel Erfolg mit den letzten paar Tagen und Stunden des Events. Mal schauen, ob wir noch ein Highlight bekommen. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr, sehr, sehr über das 100er Makabaja. Makabaja. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.